Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 546. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft, davor etwas Rilke aus dem Requiem. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und davor gibt es jetzt schon, wie fast schon gewohnt, seit Episode, weiß nicht, 542 oder so, einen Haltungsblock. So. In dem Ablenkteil nach dem Haltungsblock geht es heute um Fotos. Ich werde also die Fotos meiner Yosemite-Reise beschreiben und ein bisschen London und ein bisschen Yosemite eigentlich. So, aber wie gesagt, davor gibt es den Haltungsblock. Wenn ihr das zum Einschlafen nicht hören möchtet, weil es euch zu sehr aufregt, dann könnt ihr das überspringen. Dazu braucht ihr nur einen Podcatcher, der Kapitel marken kann, und dann überspringt ihr das. Ganz kurz dazu noch, ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie den Haltungsblock super finden. Einige haben mir geschrieben, dass der Einschlafen-Podcast jetzt nicht mehr für sie funktioniert. Und das tut mir leid und das ist vollkommen okay. Was mich daran gefreut hat, ist, dass die meisten, die mir geschrieben haben, dass der Einschlafen-Podcast jetzt nicht mehr für sie funktioniert, weil sie den Haltungsblock nicht überspringen mögen oder so, mir trotzdem gesagt haben, dass sie es gut finden, dass ich es mache und dass ich das bitte weitermachen soll, denn es gibt ja noch die 541 Episoden ohne Haltungsblock, die sehr gut für sie funktionieren. Also selbst die Kritik kommt wohlwollend und das freut mich doch sehr. Gut, zum Thema Haltung. Ich habe ja so eine kleine Serie angefangen, warum die Leute eigentlich AfD oder Faschismus im Allgemeinen wählen. In der ersten Episode dazu, das war der zweite Haltungsblock, ging es um Uninformiertheit, dass die Leute sich einfach wirklich nicht im Klaren darüber sind, was der Faschismus auch für sie persönlich bedeutet. Im zweiten Haltungsblock ging es dann um, im dritten Haltungsblock, zweiter Teil dieser Serie, ging es um Wut und heute im dritten Teil geht es um Angst. Im vierten Teil geht es dann um Selbstermächtigung, Self-Empowerment. Aber wie gesagt, heute erstmal um Angst. Und das ist, glaube ich, einer der essentiellen, also die sind natürlich alle nicht trennscharf, sowieso miteinander verquickt. Also wer Angst hat, bekommt dann häufig auch Wut im Nachgang. Wer sich nicht selbst ermächtigt fühlt, der bekommt auch Angst. Und das ist alles nicht irgendwie monokausal oder singulär oder voneinander getrennt. Aber ich wollte die Gründe trotzdem getrennt voneinander betrachten, weil ich sie ganz, ganz spannend finde. So, und Angst ist eine Sache, die ist sehr ambivalent. Ich habe ja auch letztens eine Folge über Ambivalenz gemacht. Denn einerseits ist Angst immer irrational. Das habe ich auch letztens gesagt. Ich habe auch Ängste, die sind irrational. Andererseits gibt es Ängste, die einen begründeten Auslöser haben. Zum Beispiel, wenn ich an einer steilen Bergwand entlängs klettere und das eigentlich gar nicht wollte, sondern das aus irgendeinem anderen Grund tue, dann habe ich Angst runterzufallen. Die ist ja begründet, weil die Gefahr runterzufallen ist da und auch gefährlich. Also man könnte sich wehtun oder sonst was. So, die Angst, die ich habe vor dem Klimawandel, die ist vermutlich auch berechtigt. Also davon gehe ich zumindest aus. Es gibt natürlich Leute, die leugnen den Klimawandel, aber das sind doch sehr wenige. Und die erdrückende Mehrheit der Forscher, Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben, der sich ganz essentiell auf unser Klima und auf Wetterereignisse auswirkt. Und die Vorhersagen, die das IPCC schon seit Jahrzehnten macht, werden eigentlich immer nur übertroffen. Es ist immer schlimmer, als sie prognostiziert haben. Deswegen fürchte ich, dass meine Angst vor der Klimakatastrophe durchaus berechtigt ist. So, welche Ängste führen jetzt dazu, dass Menschen Faschismus wählen? Das ist natürlich allen voran die Angst vor der sogenannten Überfremdung, dass irgendwie viel zu viele Menschen, die nicht Bio-Kartoffeldeutsch sind. Eigentlich mag ich das Wort nicht so gern, aber in diesem Kontext ist es wahrscheinlich angemessen, dass die nach Deutschland kommen und die Kultur so sehr verändern, dass man sich nicht mehr zu Hause fühlen kann. Diese Angst irritiert mich sehr, denn wenn man mal guckt, wie viele Menschen überhaupt kommen,
Das sind ja in den Jahren 2015, 2016 waren das dann mal sehr viele, halbe Million, dreiviertel Million, sowas in dem Rahmen. Ansonsten sind es meistens so um die 200.000 Menschen, die pro Jahr nach Deutschland kommen, Asylanträge stellen. Anders geht es ja auch gar nicht. Gibt ja keine legale, geregelte Einwanderung nach Deutschland aus Nicht-EU-Ländern. Also zumindest nicht besonders sinnvoll. Und wenn man überlegt, dass wir 80 Millionen Deutsche sind, dann, wenn man ganz großzügig aufrunden, selbst im Jahr 2016, als es eine Dreiviertelmillion war, sagen wir mal eine Million, also jeder 80. ist dann ein Einwanderer aus einem nicht-deutschen Kontext, der irgendwie dazukommt. Das müssen wir schon irgendwie ertragen können, oder? Also zumal es ja auch nur dieses eine Jahr war. So, und in den anderen Jahren waren es halt 200.000. Da kann man das nochmal durch 5 nehmen oder mal 5. Wie viel ist 80 mal 5 sind? Jeder 400. Ist dann irgendwie ein Zugewanderter oder eine Zugewanderte. Und wenn man das mal dagegen stellt, was wir eigentlich brauchen an Zuwanderung, also es gibt ja so eine Zahl, dass uns jedes Jahr eigentlich 400.000 Arbeitskräfte fehlen, Facharbeiter, in welcher Richtung auch immer. Also 400.000 Menschen müssten eigentlich jedes Jahr nach Deutschland kommen und anfangen zu arbeiten, damit unsere Wirtschaft so weiterläuft, wie sie bisher läuft. Und es ist ja eigentlich zu wenig. Dann haben wir die Hälfte zu wenig Menschen, die nach Deutschland kommen und hier mitarbeiten. Das ändert natürlich nichts an der Angst vor Überfremdung, aber ich glaube, diese Angst vor Überfremdung, die ist einfach sowas von unbegründet. Ja, das verstehe ich nicht. So, dann gibt es natürlich die Angst vor schlechter Stellung. Ne? Das ist ja auch ein ganz weit verbreitetes Ding, dass Faschisten irgendwie glauben, wenn man als Asylbewerber nach Deutschland kommt, dann wird man besser gestellt als die Deutschen. Ne, die bekommen dann irgendwie die Zähne schön gemacht, weil Herr Friedrich Merz das irgendwie so behauptet. Oder und wir Deutschen kriegen keine Zahnarzttermine mehr. Oder die bekommen ganz viel Geld. Jetzt wird eine Bezahlkarte eingeführt, weil es einfach irgendwie die Sorge gibt, dass Asylbewerber nach Deutschland kommen, um finanzielle Unterstützung zu bekommen, die sie dann hier aber gar nicht benötigen, sondern in ihre Heimat schicken. Das ist halt auch in keinster Weise belegt, dass das überhaupt passiert. Zumal mit der geringen Unterstützung, die sie hier bekommen. Das ist ja absurd anzunehmen, dass sie dann irgendwie große Mengen an Geld irgendwie in ihre Heimat schicken können. Also wenn sie davon noch was abknapsen und ein bisschen was in die Heimat schicken, dann haben sie hier halt auch kein wirklich angenehmes Leben mehr. Und ja, aber das ist diese Angst, ne, dass wir da irgendwie Geld ausgeben für etwas, was dann irgendwie den Deutschen fehlt. Das ist dann im Endeffekt, das ist Neid, der dann da aufkommt. Und das steht eigentlich keinem gut. So Angst vor sozialem Abstieg gibt es da noch, dass man irgendwie Sorge hat, dass man im Beruf oder im sozialen Umfeld von Einwanderern quasi überholt wird, die dann irgendwie besser gestellt sind als man selbst, obwohl man doch selber Deutscher ist und das irgendwie viel eher verdient hätte. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Angst ist vielleicht sogar begründet, weil wenn man davor Angst hat, dann ist man offensichtlich irgendwie sozial nicht besonders gut gestellt, aber ob das irgendwie ein guter Grund ist, um die Gesellschaft mit dem Faschismus in die Katastrophe zu stürzen, ich weiß ja nicht. Ja, so ganz konkrete Angst, die man auch immer wieder hört, ist die um Wohnungen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht genügend Wohnungen für alle Asylbewerber haben, die hierher kommen, sondern da werden dann irgendwie Asylbewerber Unterkünfte gebaut, teilweise in Containern. Das ist nicht besonders schön. Es hat teilweise so Lageratmosphäre. Und da wollen diese Leute natürlich nicht bleiben. Und da sollen sie eigentlich auch nicht bleiben. So, und wenn die dann mit in den Wohnungsmarkt kommen, der Wohnungsmarkt in Deutschland ist halt sowieso sehr schwierig. Gerade in den größeren Städten gibt es einfach nicht genügend Wohnungen. Die Bundesregierung hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Interessanterweise ist es die gleiche Zahl, die ich eben schon genannt habe. Es hat aber gar keinen direkten Zusammenhang.
Außer, dass ja irgendwer diese Wohnung bauen muss. Wahrscheinlich sind das genau die Leute, die fehlen. Naja. Das ist halt die erste Angst, die ich dann wirklich ernst nehme. Also wo ich wirklich denke, ja, da ist was dran. Also das ist berechtigt, gerechtfertigt, so eine Angst zu haben, und die bedroht auch wirklich. Denn wenn man keine Wohnung findet, das kann schon ein großes Problem sein, wenn man irgendwie umziehen muss, weil man einen neuen Job hat oder so, und dann dort keine Wohnung findet. Man konkurriert mit immer mehr Menschen um immer weniger Wohnungen, und das ist ein echtes Problem. Meine Frage ist dann nur, warum lösen wir das Problem, oder warum wollen so viele das Problem dadurch lösen, dass wir weniger Menschen nach Deutschland lassen und nicht dadurch, dass wir mehr Wohnungen bauen oder dass wir Wohnraum anders nutzen? Dass wir irgendwie haufenweise Büros leer stehen haben in Innenstädten und daraus keine Wohnung machen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Trotzdem ist da ja offensichtlich was schiefgelaufen. Also selbst ohne Asylbewerber hätten wir ein Wohnungsproblem mit steigenden Mieten, zu wenig Angebot, gerade für jüngere Familien, die dann irgendwie nicht viel Geld haben, aber Kinder mehr Platz brauchen. Das ist halt ein echtes Problem. Und da muss ich sagen, finde ich es ziemlich beschämend, dass die Bundesregierung dieses Ziel von 400.000 Wohnungen nicht geschafft hat. Denn es führt halt dazu, dass diese reale und berechtigte Angst, keine Wohnung zu haben, halt noch dadurch gestärkt wird, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen. Und das finde ich natürlich fürchterlich. So, aber die Lösung kann doch nicht sein, wir machen die Grenzen dicht und Schießbefehl an der Grenze, so wie es früher mal war in Teilen Deutschlands, in die andere Richtung dann allerdings, sondern die Lösung muss doch sein, wir müssen mehr Wohnraum schaffen, damit alle irgendwie, die in Deutschland sind oder hierher kommen, irgendwie eine Chance haben, angemessen zu wohnen. Ja. So, Angst ist nie ein guter Ratgeber, sagt man ja auch, und trotzdem führt diese Angst bei vielen Menschen dazu, dass sie Faschismus wählen. Und das aus den genannten Gründen ist das keine so gute Idee. Ja, am Ende lässt sich diese Angst um Wohnungen dann ja doch auf Versagen in der Politik zurückführen. Es ist einfach zu schwierig, irgendwie Wohnraum zu schaffen. Bürokratie ist da immer so ein Stichwort. Ich glaube, da hätte die Bundesregierung bessere Arbeit machen können. Schade eigentlich. Na gut, so viel zum Haltungsblock zum Thema Angst. Also zusammengefasst habe ich eben schon gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber. Teilweise verstehe ich Ängste, aber die Ängste der Menschen ernst nehmen ist auch eher so ein Euphemismus geworden, ne? Dass man irgendwie sagt, oh, die Menschen haben Angst vor Ausländern, das müssen wir jetzt ernst nehmen, deswegen machen wir die Grenzen dicht. Das ist doch ein absoluter Trugschuss, denn die eigentliche Angst ist doch um die eigene soziale Sicherheit, um die eigene Wohnungssicherheit, und diese Probleme muss man anders lösen, als die Grenzen dicht zu machen, weil das ist keine Lösung. Gut. Kommen wir zu etwas völlig anderem und viel, viel schöneren. Ich hatte in der letzten Episode im Ablenkungsblock davon erzählt, wie ich in die USA geflogen bin. Da kamen sehr viele nette Rückmeldungen von Menschen, die da mitfühlend irgendwie mitgefiebert haben. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ausreichend dazu einschlafen. Im Ausgleich dazu kommt hier ein Reisebericht jetzt endlich, der nicht so sehr um die Reise geht, sondern um das, was ich dort erlebt habe, und das möchte ich euch anhand der Fotos erzählen. Geht am besten auf das Fotoalbum, guckt euch die Bilder einmal an, ihr könnt auch irgendwie live zugucken, während ihr das hier, na gut, wenn ihr gerade einschlafen wollt, dann macht lieber die Augen zu, alle diese Fotos, die ich jetzt gleich beschreibe, die sind öffentlich einsehbar in einem Fotoalbum, das habe ich verlinkt auf der Episodenseite. Die findet ihr, wenn ihr in einem Browser eingibt, mik-martha-ida-konrad.fm, Friedrich Martha, / EP546, Einschlafen-Podcast 546. Das ist der Link zu der Episode, oder ihr gebt einfach einschlafen-podcast.de ein. Da ist auch die Episode 546
zu finden. Wenn ihr darauf klickt, dann seid ihr auf der Episodenseite und ganz oben seht ihr dann einen Link zu diesem Fotoalbum. Und das, da könnt ihr mir dann folgen. Genau. Erstes Bild ist in London. Wie gesagt, war ich in London gestrandet. Und da haben wir dann natürlich auch ein paar Fotos gemacht. Mein Arbeitskollege hatte ja die Kameras dabei. Das heißt, ich habe da mit einer Nikon Z7II fotografiert und mit einem Objektiv, das ich mir selber schon bestellt hatte, das zur Reise aber gar nicht rechtzeitig angekommen ist, nämlich das Nikon Z24 bis 120 Blende 4, was natürlich bei Nacht in London so ein bisschen schwierig war. Aber insgesamt sind mir, glaube ich, ein paar ganz gute Bilder gelungen. Das erste Bild ist am Trafalgar Square. Ist ganz interessant. Da gibt's den Fourth Plinth am Trafalgar Square. Das ist ein leerer Sockel. Als der Trafalgar Square gebaut worden ist im 19. Jahrhundert, gab es irgendwie ein paar Diskussionen, was denn da für eine Statue drauf sein soll. Und irgendwie ist es halt nie dazu gekommen, dass da irgendwie eine feste Statue drauf ist. Und stattdessen sind da wechselnde Kunstwerke ausgestellt auf diesem Fourth Splint. Und aktuell ist da ein Kunstwerk, das fand ich sehr, sehr passend, von zwei Männern. Also das Kunstwerk heißt Antilope. Also wenn ihr nach Fourth Splint Trafalgar Square sucht, findet ihr darüber ganz viele interessante Informationen. Ich habe das auch erst im Nachhinein rausgefunden, weil wir sind ja irgendwie völlig ungeplant in London gelandet. Ich kannte diese Geschichte auch gar nicht. Aber da sind zwei Männer mit Hüten und die sehen so ein bisschen verloren aus, fand ich. Und das passte so richtig zu Jens und mir, wie wir in London gelandet sind. Tatsächlich ist es ein politisches Kunstwerk, und zwar zeigt das zwei Männer mit Hüten. Und das Besondere ist, das sind zwei reale Männer. Jetzt habe ich leider vergessen, wer das war. Ich gucke mal eben, ob ich das ganz schnell rausfinde. Ah ja, hier, das sind der Baptistenprediger John Chilembwe und der europäische Missionar John Chorley. So, und basiert auf einem Foto aus dem Jahre 1914. Und das Besondere ist, dass halt beide Hut tragen. Und damals war es in Malawi, wo das Foto gemacht worden ist, ja noch gar nicht erlaubt, dass Afrikaner oder Schwarze einen Hut tragen, sondern es war nur den englischen Besatzern irgendwie erlaubt, Kolonialherren. So. Fand ich witzig, vor allem in Bezug auf Jens und mich, aber darüber dann noch ein bisschen was über Kunst in London, Geschichte in London zu erfahren, fand ich ganz gut. So, das zweite Foto zeigt kanadische Flaggen vor einem Gebäude, und das Gebäude ist natürlich die kanadische Botschaft in London. Das fand ich ganz lustig, dass wir genau da halt irgendwie angekommen sind. Also ich wusste nicht, dass die kanadische Botschaft direkt am Trafalgar Square ist. Wir sind dann da hingefahren, weil wir Unterhosen kaufen wollten und was essen und das eben nicht in Heathrow machen wollten, sondern in der Stadt. Und dann sind wir einfach da irgendwie hingefahren, kommen da raus und dann wehen da kanadische Flaggen. Und das war deshalb witzig, weil wir ja eigentlich zu dem Zeitpunkt hätten nach Kanada fliegen sollen, nach Vancouver, und die wollten uns nicht reinlassen, weil wir kein Visum hatten. Ja, kanadische Flaggen, fand ich ganz gut. So, und dann das dritte Bild aus London, ganz klassisch, ein roter Doppeldeckerbus in London mit der Nummer 12 im Hintergrund, Häuser, und über den Häusern guckt dann das London Eye, dieses große Riesenrad. Ich glaube, das ist da zur Weltausstellung gebaut worden, oder? Zu irgendeinem Anlass. Oder war es Olympia? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann ist es gebaut worden. So, das hat schon ordentlich Grain, das Foto. Wie gesagt, Blende 4. 125. Das ist mit ISO 1800. Nee, ISO 18000 aufgenommen. Also eine sehr, sehr hohe ISO-Zahl. Und dadurch kommt natürlich ordentlich Rauschen zustande. Ich finde es aber für ISO 18000 immer noch ganz akzeptabel, bis dabei rausgekommen ist.
Ja, vom Trafalgar Square bin ich dann in Richtung Norden gelaufen, Richtung Primark, weil ich nicht nur, also im Trafalgar Square habe ich gerade meine Zahnbürste und ein Deo bekommen und Socken. Für Unterhosen musste ich dann zu einem Primark in Soho laufen. Und das war sehr interessant, weil dort sind halt sehr, sehr viele Musicals. Und eins davon ist Harry Potter and the Cursed Child. Cursed Child. Und das hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch ein Foto gemacht. Das sogar mit ISO 640 ohne viel Rauschen. Ganz schick. Lauter Leute, die gerade ins Musical gehen. Genau, das nächste Bild ist dann schon in Yosemite. Das erste Bild in Yosemite sieht merkwürdig aus und genau deswegen habe ich es mit in meine Sammlung genommen. Also ich hatte übrigens, weiß ich nicht wie viele, also bestimmt 1000, über 1000 Bilder. Und was ich dann mache, ist, ich gehe einmal rüber und lösche alle, die technisch nicht in Ordnung sind, die unscharf, verwackelt, komplett falsch sind. Dann bleiben aber immer noch Hunderte übrig. Dann gehe ich rüber und sortiere mal, was ist denn eigentlich irgendwie vielleicht komplett irrelevant. Lösche das nochmal und dann gehe ich rüber und schaue, was erzählt eigentlich eine Geschichte. Also wo kann ich was zu sagen oder was ist irgendwie interessant. Und dieses Bild ist nicht interessant, weil es so schön ist, sondern vielleicht fällt einem auf, wenn man es lange genug anguckt. Also das ist jetzt das fünfte Bild. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sieht sehr blass aus, fast schwarz-weiß, aber in der Mitte gibt es einen orangenen Fleck. So, und dann muss man mal in die Metadaten gucken. Da steht 19. Januar aufgenommen um 7:16 Uhr. Da war es halt noch dunkel. So, und es war der erste Morgen in Yosemite, Freitagmorgen. Jens hat noch geschlafen, ich bin schon irgendwie aus dem Bett gefallen und bin dann im Dunkeln rausgegangen, bin wirklich im Stockdunkeln dann irgendwie vom Yosemite Valley Lodge vom Hotel aus ein bisschen rumgelaufen. Habe versucht, ohne Stativ, einfach mit Kamera auf den Boden legen, Fotos zu machen. Und ich finde, dieses ist doch gar nicht so schlecht gelungen. Das hat eine Belichtungszeit von 30 Sekunden. Also habe ich die Kamera einfach, ich glaube, es war ein Zaunpfahl. Habe ich die Kamera abgelegt und irgendwie in irgendeine Richtung schauen lassen und stellte sich raus, in der Richtung war zufällig der Halfdome. Naja, nur so halb zufällig. Also sehen konnte ich ihn tatsächlich nicht mit bloßem Auge. Ich wusste aber natürlich, wo er ist und habe dann in diese Richtung fotografiert. ISO 6400, relativ hohe Lichtempfindlichkeit, aber 30 Sekunden Belichtungszeit. Und dadurch entsteht halt dieses Bild mit relativ wenig Farben, außer eben dieses eine Orange. Und das ist wahrscheinlich eine Straßenlaterne oder ein Auto, was da hinten halt irgendwie ist. Das ist Richtung Avani Hotel sozusagen, von dort aus gesehen. Und da ist wohl irgendwas losgefahren und so. Ja, es ist ein ziemlich trist. Schnee fällt vor dem Halfdome. Der Halfdome zwischen zwei so Bäumen eingegesellt und im Vordergrund ist leider eine Straße. Ich habe überlegt, ob ich die Straße irgendwie komplett wegkroppe. Dann wirkte das Bild aber irgendwie sehr merkwürdig. Ich kann es nochmal irgendwie einmal probieren. Ihr seht das ja gar nicht, was ich hier mache. Wenn ich die Straße komplett wegkroppe, ist natürlich nur noch Halfdome und unten so ein größerer. Ah, nee, das gefällt mir nicht so gut. Ich möchte es doch lieber ein bisschen größer, dass man die Straße noch sieht. Ja. Das war so mein Ankommen. Und für mich ist das Ankommen in Yosemite diesmal wirklich so besonders erhebend gewesen. Wir sind halt nachts im Dunkeln angekommen und man konnte gar nichts sehen. Aber ich wusste ja, was da ist. Und ich war total hyped. Also das war so nach dieser sehr stressigen, furchtbaren, konfusen Anreise dann doch dort anzukommen und zu wissen, hier sind jetzt diese Berge, hier sind jetzt diese Aussichten und ich sehe sie zwar nicht, aber ich weiß ja, dass sie da sind und ich weiß, dass morgen wird es hell und ich werde es sehen. Das war total schön und dann dieses Bild zu haben, noch ohne es zu sehen, wie war das total schön, diese Nachtwanderung. Gibt noch ein lustiges Video, das werde ich nicht veröffentlichen. Denn ich bin, bevor ich dieses Foto an der Straße vom Halfdome gemacht habe, bin ich zum Lower Yosemite Fall gegangen.
Das ist so ein Waldweg, der führt vom Hotel weg zum Wasserfall, Lower Yosemite Fall. Da waren wir dann auch am Tag noch, sind da nochmal hingelatscht, um den Wasserfall dann auch zu sehen. Ich habe ihn tatsächlich in der Nacht nicht gesehen. Ich habe da auch keine Langzeitbelichtung gemacht. Also doch habe ich, aber nur nach oben, um Sterne zu fotografieren. Das ist nicht so gut gelungen. Aber dorthin zu gehen war halt sehr, sehr gruselig, weil da sind dann keine Straßenlaternen mehr. Also da war es einfach stockdunkel. Und ich hatte eine Stirnlampe. Aber so im Stockdunkeln mit einer Stirnlampe durch den Wald zu gehen, also das ist jetzt kein dichter Wald und da sind auch befestigte Fußwege und so, aber das ist halt doch Wildnis. Also es gibt dort Bären, also die machen natürlich Winterschlaf, aber wer weiß schon, ob die nicht mal kurz aufwachen und gerade großen Hunger haben. Es gibt da auch Wölfe, es gibt da auch Berglöwen, also Pumas. Und irgendwie habe ich mich doch sehr unwohl gefühlt, habe ich irgendwann mein Handy rausgenommen und angefangen zu filmen, wo meine Stirnlampe hinleuchtet und dabei zu reden, einfach um mich selbst zu beruhigen. Das ist ein sehr lustiges Video geworden. Also mir ist natürlich nichts passiert, es war alles safe, es ist auch kein Wolf gekommen. Aber wie ich dann mit der Stirnlampe immer rumgesucht habe, war schon ein bisschen gruselig. Nee, aber insgesamt war es halt einfach ein total erhebender Moment. So, nächstes Bild zeigt mich tatsächlich direkt vor dem Lower Yosemite Fall. Ein Selfie, strahlend. Endlich bin ich da, endlich sehe ich das. Das ist der untere Teil vom Yosemite-Wasserfall. Der ist ja so zweiteilig, der fängt halt ganz oben an, fällt dann der Upper Yosemite Fall, ist, ich glaube, zweimal so hoch wie der Lower Yosemite Fall, landet auf so einer Zwischenebene und wird dann halt zum Lower Yosemite Fall. Sehr, sehr schön. Genau, da war ich sehr glücklich, dass ich das Foto gemacht habe. Nächstes Bild ist eine etwas langzeitige Belichtung. Da haben wir Sachen ausprobiert. Zehntelsekunde. Also ich habe einfach die Blende zugemacht, ISO runter. Und bei einer Zehntelsekunde sieht man schon bei Wasserfällen so ein bisschen, wie es dann verschliert, also die Bewegung des Wassers. Während die Steine drumherum noch scharf sind. Das macht man normalerweise mit ND-Filtern, neutrale Dichtefilter. Machen das Bild einfach insgesamt dunkler und dadurch wird die Belichtungszeit länger und dann kann man so, ja, gerade fließendes Wasser wird dann halt sehr, sehr weich und so ein bisschen verschwommen. Und wir haben irgendwie ausprobiert, was kann denn die Kamera eigentlich bei einer Blende von, bei einer Brennweite, 105 mm hatte ich eingestellt. Ich hatte ja dieses 24, ach nee, warte mal, das ist, ach stimmt, da hatte ich mein anderes Objektiv. Wieso hatten wir denn das noch dabei? Achso, Jens hatte das auch dabei. Das 105er Makroobjektiv hat er auch noch mit dabei. Das habe ich dann zwischendurch aufgezogen. Und das hat eigentlich eine gute Offenblende von 2,8. Ich hatte es aber abgeblendet auf Blende 11, damit ich eben auf diese Zehntelsekunde komme. Und das Objektiv hat eine Bildstabilisation und die Kamera selbst ja auch und dadurch kann man halt bei Brennweite 105 eine Zehntelsekunde belichten, ohne dass es verwackelt. Also die Steine drumherum sind halt knackscharf und der Wasserfall ist schon ein bisschen verschwommen. Fand ich einfach ein schönes Bild, eine schöne Technik. Nächstes Bild zeigt einen Baum und ich glaube, es ist sogar ein Mammutbaum. Ja, stimmt, die Nadeln sehen so aus. Aber noch kein besonders großer oder dicker. Und im Baum sitzt eine Krähe. Die haben uns da überall begleitet. Und diese Krähe sah so aus wie ein Wächter. Deswegen fand ich das schön, dieses Bild zu machen. Ja, sonst keine großartige Geschichte dazu. Das nächste Bild ist El Capitan in einer Pfütze. Ist das El Capitan? Ehrlich gesagt, weiß ich es gerade gar nicht. Wo sind wir denn da? Nee, das ist nicht El Capitan. Wir sind dann zu den Vernal Falls hochgelaufen. Und das, genau, so war das. Also als erstes mussten wir Wanderschuhe kaufen für Jens. Und wir haben uns beide noch Spikes gekauft, weil es halt Winter, Schnee und wenn man wandern will, dann muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht stürzt und so. Und sind dann den Misty Trail, heißt das, ein Wanderweg, der führt zum Vernal Fall und zum Nevada Fall.
Und dieses Bild ist dort entstanden. Da war halt auf dem Fußweg, das ist so ein asphaltierter, schmaler Fußwanderweg, war halt eine Pfütze. Und die lag da ganz still und da habe ich in die Pfütze rein fotografiert und irgendeine Felswand. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, welche Felswand das ist. Vermutlich, ja, führt die hoch zu irgendeinem Gipfel, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, welcher Gipfel das ist. Komme ich nicht drauf. Ich mag so Reflexionen. Und diese Reflexion war irgendwie besonders schön, weil sie in der Pfütze so einen schönen Rahmen gegeben hat. Und die Reflexion selber zeigt dann auch noch ein paar Blätter, Bäume. Und die rahmen dann noch diese Felswand irgendwie ein. Hat mir gut gefallen. Ja, auch wenn man nicht mehr genau weiß, was es ist. So, und das nächste Bild, da sind wir schon so hoch, wie wir Höhe gar nicht mehr gewandert sind. Das ist schon der Nevada Fall. Vernal Fall habe ich gar nicht fotografiert. Nein, Quatsch, das ist denn Vernal Fall. Nevada Fall waren wir gar nicht, da war es zu eisig. Das ist der Vernal Fall, Entschuldigung. Genau. Der war nicht so voll, wie er schon mal war, also nicht so viel Wasser. Ich mag den trotzdem total gerne, weil die Wand, wo der runterfällt, ist so hübsch gestreift. Also da sind so vertikale, bunte Streifen drauf. Ich weiß nicht, was das für eine Felsformation ist, ob das irgendwie tatsächlich der Stein ist, der da so ist, oder ob das farbige Markierungen sind, die durch den Wasserfall entstanden sind. Also da fällt ja auch eben dann das Wasser runter, ob das irgendwelche Ablagerungen sind. Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr hübsch. Genau. Da waren wir auch so ein bisschen unartig, weil man im Winter eigentlich dort gar nicht längs gehen darf. Auf dem Misty Trail gibt es eine Winter Route, die führt dann so ein bisschen weiter weg vom Vernal Fall. Und die Summer Route ist dann gesperrt, aber da ist dann einfach nur so ein hier bitte nicht durchgehen, das ist zu gefährlich Schild. Und es ist aber nicht, also wenn man vorsichtig ist, ist das nicht so besonders gefährlich. Und wir sind dann dort trotzdem längs gegangen. Ohne großartige Risiken einzugehen, weil man dort halt diesen Blick auf den Vernal Fall hat und das ist dann so ein bisschen netter. Genau. Da hat man diesen Blick. Im Hintergrund ist, glaube ich, Liberty Cap. Weiß es aber nicht genau. Ja, und dann hatte Jens natürlich noch irgendwie weitere Linsen dabei, unter anderem seinen 600 mm, so ein Festbrennweiten Teleobjektiv, Blende 6,3. Damit haben wir ein bisschen rumgespielt und so Detailaufnahmen gemacht. Ich finde es total lustig, dass ganz oben am Wasserfall stehen halt Bäume. Und wenn man dann mal mit dem Teleobjektiv da genau rangeht, dann sieht man halt diese Bäume und die sind auch gar nicht unbedingt klein. Sind schon ordentliche Bäume. Also zwei Mammutbäume habe ich hier fotografiert. Und da sprudelt dann so das Wasser raus. Und wenn man auf das Bild vorher zurückgeht, Vernal Fall, dann sieht man die Bäume auch da oben stehen. Und wenn man dann wieder weitergeht, sieht man, aha, die beiden etwas freistehenden Bäume in der Mitte vom Wasserfall, da habe ich halt quasi den Tele gemacht. Ja, das nächste Bild ist einfach nur eine Schneekuppe, also so eine Bergkuppe. Kann ich auch nicht sagen, welche das ist. Ich glaube, das ist auch kein Gipfel, sondern das ist einfach nur da, fängt halt die steile Felswand an, die dann nach unten geht. Die sieht man aber nur so angeschnitten. Im Wesentlichen sieht man so einen Berghang mit lauter Nadelbäumen und Schnee besetzt und dann halt harte Schatten von den Bäumen. Das ist mittags um 12:15 gewesen. Normalerweise gibt es ein Sprichwort, von 11 bis 3 hat der Fotograf frei, weil das Licht dann stark von oben kommt. Und das ist dann meistens zum Fotografieren nicht so schön. Gilt natürlich nicht im Januar, das Licht einfach immer von der Seite kommt. Da hat der Fotograf zwischen 11 und 3 nicht frei, sondern kann einfach fotografieren. Ich mag es einfach, wie das aussieht, dass man könnte sich vorstellen, dass da jemand noch mit Skiern irgendwie runterfährt, wobei so dick liegt der Schnee da gar nicht. Es gibt ganz viele schneefreie Plätze, aber man wünscht sich auch gar nicht, dass da jemand auf Skiern runterfährt, weil man weiß, dass die Felswand, die da nur angeschnitten ist, halt so ein paar hundert Meter weit runtergeht. Ja, ein Bild weiter ist dann hoch zum Liberty Cap.
Da sieht man regelmäßig Adler fliegen. Also die sind leider so ein bisschen verschwommen. Das ist mit dem auch, also alle Linsen, die ich da benutzt habe, gehören Jens. Diese habe ich nicht. Das ist die 100 bis 400 mm Tele-Zoom-Linse mit Blende 4,5 bis 5,6. Auf 400 mm war ich da, also sehr weit weg. Und wenn man mal, ich guck mal, ach, das ist gar nicht gekroppt. Ist ein Ding. Die volle Auflösung von diesen Adlern. Na gut, so, aber auf 400 mm und dann 180. Sekunde. Und deswegen, also ich glaube, die Steine sind scharf, das Bild ist eigentlich scharf, aber die Adler haben sich halt bewegt. Und das Interessante ist, da sind nicht nur zwei Adler drauf, das sind die, die man direkt sieht, sondern beim rechten Adler, wenn man da mal ranzoomt, sieht man noch weitere Vögel. Ich weiß aber nicht, ob das auch Adler sind. Es könnten auch andere Vögel sein im Hintergrund. Ja, Adler in freier Natur. Finde ich toll. So, das nächste Bild ist dann doch wieder Vernal Fall. Da habe ich dann wieder, ach nee, glaube ich auch mit dem 100 bis 400 mm Objektiv rumgespielt. Und so Nahaufnahmen vom Wasserfall finde ich immer ganz gut. Auch wenn das Eis ein bisschen dreckig ist. Ich finde es lustig, dass sich dort so Eis bildet. Und ja, ich mag es einfach, von da es fast schwarz-weiß ist. Aber der Schmutz auf dem Eis ist braun. Und da fällt halt die ganze Zeit Wasser vorbei und ein bisschen davon gefriert halt an der Felswand und macht dieses Eis. Also da kann man auch nochmal zurückgehen zu dem Wasserfallbild, zu dem Weitwinkel-Wasserfallbild. Und da sieht man eben auch diese, da kann man auch reinzoomen und diese Eisdinger sehen, aber wenn man reinzoomt, hat man halt nicht gleiche Auflösung, gleichen Eindruck, wie wenn man einfach mit dem Telezoom da rangeht. Ich find's schick. Genau. Das nächste Bild, da sind wir dann schon wieder unten. Das ist der Merced River, der da unten längs fließt, der Vernal Fall und auch Nevada Fall. Das ist ja der Merced River, der da runterfällt und dann durchs Tal sich schlängelt und der plätschert da so lustig hin. Und das ist einfach so ein ganz verträumtes Bild. Das mag ich total gerne. Wieder mit dem 24-120 mein neues Lieblingsobjektiv. Wobei, ich weiß es gar nicht. Das 105er Makro ist auch tolles Objektiv, aber dieses 24 bis 120 mm Blende 4, das ist einfach fantastisch und ich freue mich, dass ich das dort schon ausprobieren konnte, während es noch zu Hause im Karton lag, weil es ist irgendwie 2 Tage, nachdem ich losgeflogen bin, erst angekommen. Ja, das nächste Bild ist ein Mangobaum, unschwer zu erkennen, sehr hoch. Und im Hintergrund ein Berg und ich mag das Bild einfach, weil es diese Höhe, die stehen da halt überall rum irgendwie und sind beeindruckend. Ja. Nächste Bild ist der Halfdome von hinten, glaube ich. Das ist nicht Liberty Cap, das ist der Halfdome. Ja, da müsste man eigentlich, irgendwo müssten die Kabel sein, wo man hochfährt. Ich glaube, das ist aber rechts. Aber ist natürlich niemand zu sehen. Die Kabel sind auch, glaube ich, gar nicht aufgestellt. Wahrscheinlich kann man höchstens die Ständer sehen, wo die Kabel angebracht sind. Ja, der Halfdome ist ja dieser besonders prägnante Berg von dem ersten Yosemite-Bild ist auf der einen Seite abgestürzt, aber wenn man den von hinten anguckt, sieht man natürlich auch nur diesen Dom, diese Kuppel. Und ich finde es einfach ein sehr, sehr beeindruckendes Ding. Ja. Das nächste Bild ist entstanden vom El Capitan. Nicht oben drauf, sondern unten drunter. Im Yosemite Valley gibt es ja diese Rundwegstraße. Und da haben wir angehalten. Und dieses Bild, muss ich gleich mal nachgucken. Cathedral Rock ist da, glaube ich, auf der einen Seite. Und da guckte so die Sonne durch. Wollte ich mal Sonnenstrahlen ausprobieren von dem 24 bis 120 Objektiv. Also die Sonnenstern-Funktion.
Funktion. Also wenn man die Blende ganz zumacht, hier ist Blende 22 und dann so eine helle Lichtquelle hat, dann durch Lamellenstruktur der Blende entstehen dann so Sterne. Und das mag ich manchmal ganz gerne. Und das hier ist so ein Halbstern sozusagen, weil die Sonne so halb hinter dem Berg hervorschaut. Und da, wo der dunkle Berg ist, da sieht man die Sonnensterne. Und da, wo dann der Himmel ist, sieht man es nicht, weil es einfach auch zu hell ist. Ja, mag ich. Was ich nicht mag, ist der blaue Strich da unten. Kriege ich den vielleicht noch weg? Das ist so ein Sunflare, weil man halt direkt in die Sonne rein fotografiert hat. Ja, so, nächstes Bild. El Capitan. Captain Kirk is climbing a rock. Eine Anfangsphase von Star Trek Episode, nee, nicht Episode, sondern Film Nummer 5. Auf Englisch heißt der The Final Frontier. Wie heißt denn der auf Deutsch eigentlich? Das weiß ich gar nicht so genau. Kann ich vielleicht kurz nachgucken? Languages? Wo ist denn das jetzt hier? Egal. Entschuldigung. Jetzt habe ich es. Auf Deutsch heißt der Film Am Rande des Universums. 1989. Da waren die schon gar nicht mehr so jung. Also William Shatner ist geboren 1931 und dann 89. Ja, war er schon nicht mehr der junge, knackige Raumschiffkapitän, sondern die sind halt durchaus gealtert, die Schauspieler, was ja ganz normal ist. So, und der Film fängt damit an, dass sie gerade Urlaub haben. Und alle machen irgendwelche Sachen in ihrem Urlaub. Und Captain Kirk ist mit Spock und Pille, also McCoy, im Yosemite Nationalpark und die machen da irgendwie so Urlaub. Und der Film fängt tatsächlich. Also die allererste Szene ist irgendwie ein Klingone, der irgendeinen Scheiß macht. Und die zweite Szene ist dann tatsächlich Captain Kirk, wie er einen Berg hoch klettert und dieser Berg ist El Capitan. Sieht so aus, als ob er Free Climbing macht. Und ja, das ist ganz lustig. Da gibt es dann die Memes dazu. Captain Kirk is climbing a rock. Why is he climbing a rock? Mit irgendwelcher lustigen Musik. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ein Musikstück. Bisschen albern. Ich mag das, diese Szene, weil einfach sehr gut gewählt ist, wo man schon Urlaub machen möchte als Mensch, wenn man das gesamte Sonnensystem zur Verfügung hat oder die ganze Galaxie, ich weiß gar nicht, wie weit Star Trek ist in der Galaxie, glaube ich, ne, sind die unterwegs, könnten ja überall Urlaub machen und er sucht sich Yosemite aus. Finde ich großartig, kann ich gut nachvollziehen. Und da zu klettern mit der Begründung, warum besteigt man einen Berg, weil er da ist. Es ist großartig. Also, genau, den Berg, den muss man einfach. Wobei es eigentlich gar kein Berg ist, sondern es ist eigentlich eher ein Hang. Also, wenn ihr mal ein Bild weitergeht, dann seht ihr ein Bild vom Tunnel View. Da, wenn man die Straße hochfährt Richtung Mariposa Grove, dann kommt man zum Tunnel View, das heißt so, weil da ein kleiner Tunnel ist, der durch ja, den Berg durchführt, damit man auf der anderen Seite weiter hochfahren kann, Richtung Glacier Point oder Mariposa Grove. Und vor dem Tunnel ist ein kleiner Parkplatz und wenn man da schaut, dann hat man halt diesen Blick. So, und ganz hinten, also man schaut durch das Yosemite Valley, also durch das Tal, sieht rechts den Bridal Veil Fall ist ein Wasserfall, der anscheinend aussieht wie ein Brautschleier. Habe ich jetzt hier ganz rechts positioniert. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen müssen, um ein bisschen mehr davon, um den nicht ganz an den Rand zu quetschen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen. So, ich wollte aber gerne diesen einen Ast dann noch mit drin haben. Und links ist halt so ein kleines Bäumchen. Und der bedeckt quasi den El Capitan. Also ganz hinten sieht man den Halfdome, der luschert da vor. Und
zwischen El Capitan ganz links und Halfdome sieht man noch Clouds Rest. Das ist dieser, also das, da ist halt so ein Schneehang. Clouds Rest ist einer der höchsten Berge da im, wie heißt es, Gebirge? Das heißt ja gar nicht Yosemite. Das heißt ja die Sierra. Sierra ist eigentlich auch nur Gebirge, ne? Also Half Dome ist 8836 Fuß hoch, Clouds Rest ist 9926 Fuß. So, und El Capitan ist 7000 Fuß. Und das, was man meistens mit El Capitan meint, ist The Nose. Und das ist halt dieser lange, steile Hang, der da runtergeht, wo halt Captain Kirk hochgeklettert ist. Der Gipfel von El Capitan, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch El Capitan heißt, aber der ist viel weiter hinten und gar nicht mit auf meinem Foto drauf. Wo wir gerade hier schon am Berge gucken sind. Rechts vom Halfdome sieht man noch so drei hübsche Gipfelchen, bevor man dann zum Bridal Veil vorkommt. Die haben auch Namen. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie sie heißen. Ich glaube, sie heißen Sentinel Rock. Und der schneebedeckte Gipfel rechts ist dann Sentinel Dome, wenn ich es richtig weiß. Und wie diese Nase heißt, rechts vorne, wo dann rechts unten der Bridal Veil vorher rausfällt, finde ich gerade nicht raus. Es gibt übrigens eine App, Peak Finder heißt die wurde mir empfohlen auf Mastodon. Und das war sehr praktisch, weil ich hatte ein Foto, auf dem ich einen Gipfel hatte, den ich nicht identifizieren konnte. Und dann hat mir jemand empfohlen, nutzt doch einfach die Peak Finder App, da kann man sagen, wo man ist. Also entweder per GPS tatsächlich, wo man ist, oder sagen, ich bin jetzt gerade da. Und dann kriegt man so eine Outline angezeigt vom Horizont sozusagen. Und an jedem Gipfel steht da dran, welcher Name das ist. Bei diesen drei Nasen da. Ich glaube Sentinel Rock. Bin mir nicht sicher. Ich kann ja mal googeln nach Sentinel Rock und dann Fotos. Ist es das? Images? Ja, das ist Sentinel Rock. Genau. Diese drei Nasen. Manchmal hilft googeln dann doch. So, jetzt war ich gesprungen. So, wir sind jetzt beim Tunnelview-Foto, ne? Da gibt es übrigens einen netten Spot. Ein Freund von mir, Christian, hatte mir ein Video empfohlen. Yosemite with a Leica heißt das, wo jemand mit einer Leica durch Yosemite fährt und irgendwie nette Fotos macht. Das hat überhaupt nichts mit Leica zu tun, sondern es geht eigentlich eher so, an welchen Spots kann man denn schöne Fotos machen. Und die meisten Spots kannte ich. So, und Tunnelview war auch mit dabei. Aber in diesem Video gab es dann noch den Tipp, geh doch mal vom Parkplatz ein bisschen rechts am Tunnel vorbei, quasi den Hügel hoch, und dann liegt da so ein umgefallener Baum. Von da hat man einen viel besseren Blick. Da sind nicht so viele Leute wie direkt am Parkplatz. Also da sind halt wirklich einfach immer richtig viele Fotografen. Hat seine Ruhe und man sieht tatsächlich sogar ein bisschen mehr vom Halfdome und es ist insgesamt ein schönerer Spot. Gesagt, getan, sind wir da hoch und das war wirklich toll. Also da haben wir uns echt eine ganze Weile aufgehalten. Und am nächsten Tag nochmal, aber da komme ich dann dazu. Ich muss so ein bisschen Gas geben, ne? Das nächste Bild ist eine Detailaufnahme vom Halfdome, nee, vom El Capitan. Mit dem 600 mm Objektiv haben wir ein bisschen rumgespielt und ich finde es einfach geil, wie scharf diese Bilder sind. Die Farben und komischen Formen auf dem Felsen. Muss ich mich echt mal schlau machen, was das eigentlich für schwarze Streifen sind. Kann ja vielleicht auch mal jemand im Discord mir erklären, wenn wir dann Experten haben. Ja, nächstes Bild, auch dort oben an diesem Spot gemacht. Die Pflanzen stehen da aber öfter rum. Manzanita heißen die. Hatte ich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, als ich zum ersten Mal damals in Mariposa Grove war. Da
Da stehen die auch rum. Das ist so eine sehr dickblättrige, fast schon sukkulentenartige Pflanze mit sehr rotem Gehölz. Also die Zweige und Äste sind ganz rot. Karmesinrot, weiß ich nicht. Irgendwie sehr rot. Es sei denn, sie sind silbergrau. Also ich weiß nicht, ob die dann tot sind, die Äste. Vielleicht. Aber auf dem Bild sieht man halt ein bisschen rot. Einen silbergrauen Ast. Und dann eben diese grünen, ja, sehr, sehr dicken Blättchen. Mag ich total gerne, diese Pflanze. Ist aber sehr schwierig zu fotografieren. Es kommt später noch ein Bild, wo man mehr von dem Grau sieht. Ja, so, Bridal Veil Fall, ein bisschen gerecht werden. Auch von dem Spot ganz oben. Da kann man nämlich den Bridal Veil Fall direkt neben den hohen Baum unten am Parkplatz positionieren. Und das ist doch ganz schön eigentlich, ne? Ganz links im Bild Sentinel Rock, weiß ich ja jetzt. Und dann der Bridal Veil Fall in der Mitte. Unten der grüne Wald mit noch ein paar Schneeflecken. Ja, das wird dem Wasserfall doch eher gerecht, das Bild. Ja, ein Bild von einem kleinen Baum, so kiefernartig, Pine, das heißen die, glaube ich, ne, Pinien, was weiß ich, wächst direkt auf dem Stein. Habe ich mich gefragt, ob dieser Baum vielleicht irgendwann mal genauso hoch wird wie der Baum auf dem Bild davor. Am Ende wachsen die alle nur auf Fels. Ja. Das nächste Bild ist ein lustiger Baum, der steht unten im Tal. Ich glaube, bei dem Parkplatz, der heißt sogar The Pines oder so. Ist das so? Zumindest ist der eigentliche Stamm, der Hauptstamm, ist total kahl. Alle Äste sind irgendwie abgefallen. Es brennt dort ja öfter mal und das ist auch gar nicht schlimm. Also manchmal werden Feuer sogar bewusst gelegt, wenn man das kontrolliert machen kann, weil dieser Wald immer mal wieder ein Feuer braucht. Ja, da sterben halt nicht alle Bäume, wenn es da brennt, sondern das ist halt für die Vegetation wichtig, dass da ab und zu mal was brennt und normal, und deswegen sieht man da manchmal so abgekohlte Bäume. Das ist aber nicht notwendigerweise schlimm, wenn die Feuer außer Kontrolle geraten, natürlich dann schon. Oder wenn sie halt einfach zu groß werden. So, und dieser Baum hat offensichtlich schon ein Feuer gesehen, hat aber an der Seite einen Ast, der dann nach oben sich wendet und dann genauso nach oben strebt wie der Hauptstamm sozusagen. Und der ist grün. Und das ist ganz lustig, weil der Baum sieht eigentlich tot aus. Und dann sagt er aber, nee, nee, ich habe hier noch einen Ast und der ist noch grün. Mochte ich sehr gerne. Genau. Auf dem nächsten Bild sind wir gerade auf der Suche nach dem richtigen Spot, um den Half Dome im quasi Alpenglühen, Yosemite Glühen, zu fotografieren. Haben wir nicht gefunden, den Spot. Hat auch nicht geglüht, aber das bin ich auf einer Brücke bei irgendeinem Campground in der Nähe vom Curry Village. Da hat auch niemand gecampt zu dem Zeitpunkt, aber ja, Lower Yosemite voll im Hintergrund. Das war schön da. So, und das nächste ist ein Foto. Ihr könnt aber gleich weiter swipen. Also, das ist dann der zweite. Der erste Tag ist damit vorbei und ich bin schon bei einer Stunde. Oh. Also, das mit dem Fotos beschreiben funktioniert irgendwie nicht so gut. Ne? Ich glaube, ich muss noch eine Episode mit Fotos beschreiben machen. Ja, so machen wir das einfach, oder? Das war jetzt nur der erste Tag. Morgens früh aufwachen. Ach nee, London war ja auch mit dabei. Na gut, aber dann halt morgens früh aufwachen, Nachtfoto machen. Lower Yosemite Fall. Einmal zum Laden Wanderschuhe kaufen. Hoch zum Vernal Fall. Adler gucken. Und dann wieder runter. Und noch einmal im Kreis fahren. El Capitan besuchen und dann hoch zum Tunnel View. Ja. Und dann runter und gucken, ob wir den Alpen glühen, aber das haben wir dann nicht geschafft. Danach sind wir dann essen gegangen. Genau. So. Tag 2 in Yosemite beschreibe ich euch dann in der nächsten Episode. Der war nämlich auch sehr schön. Kommen wir also zu Herrn Rilke. Wir sind in der sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe,
im Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth bei Position 1927, 28% im Buch. Wie nahe warst du lieber hier an ihr? Wie war sie hier zu Haus, die, die du meintest, die ernste Freude deiner strengen Sehnsucht? Wenn du, enttäuscht von Glücklichsein und Unglück, dich in dich wühltest und mit einer Einsicht mühsam heraufkamst, unter dem Gewicht beinahe zerbrechend deines dunklen Fundes, da trugst du sie, sie, die du nicht erkannt hast, die Freude trugst du, deines kleinen Heilands Last, trugst du durch dein Blut und holtest über. Was hast du nicht gewartet, dass die Schwere ganz unerträglich wird? Da schlägt sie um und ist so schwer, weil sie so echt ist. Siehst du, dies war vielleicht dein nächster Augenblick. Er rückt sich vielleicht vor deiner Tür, den Kranz im Haar zurecht, da du sie zuwarfst. Oh, dieser Schlag! Wie geht er durch das Weltall, wenn irgendwo vom harten, scharfen Zugwind der Ungeduld ein offenes ins Schoß fällt? Wer kann beschwören, dass nicht in der Erde ein Sprung sich hinzieht durch gesunde Samen? Wer hat erforscht, ob in gezähmten Tieren nicht eine Lust zu töten geilig aufzuckt, wenn dieser Ruck ein Blitzlicht in ihr Hirn wirft? Da mache ich mir die Notiz, dass ich dann nächstes Mal dort weiterlesen kann. 546. Und wir kommen zu Herrn Kant. Wir sind bei Herrn Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Band 2 auf Seite B809 in der transzendentalen Methodenlehre. Disziplin in Ansehung der Beweise. Augen zu und zugehört. Ob wir nun gleich von allem diesen, was wir hier wieder den Angriff hypothetisch vorschützen, nicht das Mindeste wissen, noch im Ernste behaupten, sondern alles nicht einmal Vernunftidee, sondern bloß zur Gegenwehr ausgedachter Begriff ist, so verfahren wir doch hierbei ganz vernunftmäßig, indem wir dem Gegner, welcher alle Möglichkeit erschöpft zu haben meint, indem er den Mangel ihrer empirischen Bedingungen für einen Beweis der gänzlichen Unmöglichkeit des von uns Geglaubten fälschlich ausgibt, nur zeigen, dass er eben so wenig durch bloße Erfahrungsgesetze das ganze Feld möglicher Dinge an sich selbst umspannen, als wir außerhalb der Erfahrung für unsere Vernunft irgendetwas auf gegründete Art erwerben können. Der solche hypothetische Gegenmittel wieder die Anmaßung des dreist verneinenden Gegners vorkehrt, muss nicht dafür gehalten werden, als wolle er sie sich als seine wahre Meinung eigen machen. Er verlässt sie, sobald er den dogmatischen Eigendünkel des Gegners abgefertigt hat. Denn so bescheiden und gemäßigt es auch anzusehen ist, wenn man jemand sich in Ansehung fremder Behauptung bloß weigernd und verneinend verhält, so ist doch jederzeit, sobald er dieser seine Einwürfe als Beweise des Gegenteils geltend machen will, der Anspruch nicht weniger stolz und eingebildet, als ob er die bejahende Partei und deren Behauptung ergriffen hätte. Man sieht also hieraus, dass im spekulativen Gebrauche der Vernunft Hypothesen keine Gültigkeit als Meinungen an sich selbst, sondern nur relativ auf entgegengesetzte transzendente Anmaßungen haben. Denn die Ausdehnung der Prinzipien möglicher Erfahrung auf die Möglichkeit der Dinge überhaupt ist eben sowohl transzendent als die Behauptung der objektiven Realität solcher Begriffe, welche ihre Gegenstände nirgend als außerhalb der Grenzen aller möglichen Erfahrung finden können. Was reine Vernunft assertorisch urteilt, muss, wie alles, was Vernunft erkennt, notwendig sein, oder es ist gar nichts. Demnach enthält sie in der Tat gar keine Meinungen. Die gedachten Hypothesen aber sind nur problematische Urteile, die wenigstens nicht widerlegt, obgleich freilich durch nichts bewiesen werden können, und sind also keine Privatmeinungen, können aber doch nicht füglich, selbst zur inneren Beruhigung, gegen sich regende Skrupel entbehrt werden. In dieser Qualität aber muss man sie erhalten und ja sorgfältig verhüten, dass sie nicht als an sich selbst beglaubigt und von einiger absoluten Gültigkeit auftreten und die Vernunft unter Erdichtung und Blendwerken
ersäufen. Das war der dritte Abschnitt. Jetzt kommt des ersten Hauptstücks, vierter Abschnitt, die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise. Kommt aber nicht jetzt, sondern in der übernächsten Episode. In der nächsten Episode ist ja erstmal wieder Goethe dran. Da kommt dann auch der Rest von den Fotos. Ich habe eben beim Sprechen gedacht, das ist ja eigentlich so ein bisschen wie ein Dia-Abend, was ich hier mache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Eltern, also mein Vater hat früher viel auf Dia fotografiert, also Positivfilm und dann mit so einem Dia-Projektor und dann die Urlaubsbilder immer an so einem Dia-Abend irgendwie vorgestellt, um zu zeigen, wo man überall war, um sich an den Urlaub zu erinnern, um Freunden zu zeigen, wo man war. Also, so fühlte sich das eben an, nur dass ich noch ein bisschen über Kameras rumgenerdet habe. Beim Dia-Abend wusste man das teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr, welches Objektiv. Vor allem, welche Einstellung der Kamera man dann da gerade hatte. Das ist bei Digitalkameras ja ganz praktisch, dass man es hinterher immer noch sehen kann. Nun denn, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft recht gut. Falls gerade gar nicht Nacht ist, wünsche ich euch einen guten Tag. Ich wünsche euch trotzdem ausreichend Erholung, damit ihr euch euren Geist beruhigen könnt und frischen Geistes zu froher Tat einschreiten könnt, wenn ihr euch dann ausreichend ausgeruht habt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.